Grüezi, liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung unsere Musik stellen wir Ihnen vor, den Jodler, Komponist, Jodelkurs, Chef und Verleger Arthur Schöpfer. Zwei das Liedli heissen, wo der Arthur Schöpfer zusammen mit seinem Brüder, dem Hans Schöpfer und dem Handelbegleiter Rudi Renkli jetzt gerade gesungen hat. Arthur Schöpfer, ist Ihnen eigentlich die Jodelkunst in die Wiege gelegt worden? Ja, ich hatte das Glück gehabt, in einer grossen Familie aufzuwachsen und meine Mutter hat schon viel gejodelt. Grosse Familie, haben Sie gesagt. Wir haben da ein Foto. Sind das alles Geschwisterte von Ihnen? Ja, ich habe sieben Geschwisterte. Und welches sind Sie? Da, der Kleinste. Ah, der Kleinste. Wie ist das, wenn Sie daheim gejodelt haben? Da hat Mutter und Vater auch mitgejodelt. Ja, das war eigentlich die uns zum Jodeln geführt haben. Sie waren also mit Leib und Seele auch Jodler. Nachher sind Sie aus dem Entlebuch fortgegangen. Sie sind, glaube ich, ins Zuggerland gezügelt. Dort haben Sie Ihre Frau kennengelernt. Wo haben Sie geheiratet? Wir haben in Wertestein geheiratet.
Also das wäre am Vierwaldstättersee. Sind Sie ein Zugeri? Nein, ein Entlebucher. Ah, da hat sich das Entlebuch zum Entlebuch gefunden. Und vom Zug sind Sie nachher wieder an ein anderes Ort gezogen. Wohin? Ja, wir sind von Zug fort vor 4 Jahren nach Eibu oder nach In Wiel. Ah, In Wiel. Das ist und das In Wiel, da haben wir ein Besuchli gemacht bei Ihnen daheim, gell? Wir haben zuerst einmal die schönen Kirchen angeschaut von dem Dörfli und haben uns dann müssen nur ein bisschen drehen. Da haben wir Ihr Haus gesehen, ein prachtvoll schönes Haus. Haben Sie das bauen von einem Architekt? Nein, das war eine uralte Hütte. Ich habe die gekauft, 1977. Und habe die zusammen umgebaut mit meiner Frau in eigener Regie. Wenn man drin hineingeht, dann sieht man nicht nur die üblichen Andenken an verschiedene Jodlerfeste und Jodlererfolge, Herr Schöpfer, sondern man kann auch ein Buch anschauen. Da sehen wir gerade unseren Redakteur, der die Sendung gemacht hat, schaut in einem Buch nach etwas über die Baugeschichte von ihrem Haus. Man sieht zum Beispiel drin ein Foto, wie die, Sie haben selber gesagt, Hütte, wie die Hütte früher ausgesehen hat. Und wenn man dann in diesem Buch weiterblättert, sieht man Fotos, was sie da gewerkt haben. Was sieht man zum Beispiel da? Ja, da sehen Sie vom Schalen. Wo ich jetzt an der Arbeit bin, bis zum Kellerboden reinmachen. Tankwanne, wo ich da jetzt gerade drinnen stehe. Und das Wohnzimmer, wo die Kinder jetzt noch mit den Baumaterialien spielen, bis zur Schreinerarbeit, die ich auch selber gemacht. Ihre Frau hat ja auch mitgeholfen, nicht nur beim Bauen und beim Malen selber, sondern hat man ihre Kleider da reinigen, zum Teil mit dem Schlauch. Wenn man bei Ihnen daheim ist, sieht man, dass Sie sich nicht nur mit Steinen umgeschlagen haben während der Bauzeit, sondern auch sonst Freude haben an Steinen. Ja, das ist ein weiteres Hobby. Ich tue gerne strahlen. Also nicht nur mit den Augen. Ich gehe gerne in die Berge, gehe Kristall sammeln. Ah, dann gehen Sie die Schröppe selber holen. Eigentlich erstaunlich, dass Sie neben all diesen Hobby und dieser Tätigkeit noch Zeit haben für den Sport. Wir haben wenigstens Kränze bei Ihnen daheim gesehen. Haben Sie den beim Schiessen geholt? Nein, ich habe vor ein paar Jahren noch aktiv gerungen. Und habe den Plausch dran. Und nicht nur den Blaustrack, sondern auch Erfolg. Man sieht, dass der Kränzer, also sie sind Kranzringer gewesen. Und das Gleiche lässt sich auch von ihrem Bruder sagen, vom Hans Schöpfer. Sie haben auch gerungen. Sie sind auch in der Jodlerei tätig. Sie sind Präsident von, glaube ich, einem Jodlerclub und Dirigent von 3 Jodlerclubs. Und für diese Sendung haben Sie etwas ganz Spezielles eingestudiert. Was ist das? Ich habe mit meinen Geschwistern daneben aus der zahlreichen Familie habe ich ein Lied eingestudiert. Und da sind alle Schwägerinnen und Schwäger sind dabei. Ebenfalls ein Lied vom Turi. Wie heisst das Lied? Das heisst Frühlingsleben. Können wir uns das anhören? Ja. Ich möchte euch bitten, wie gesagt, liebe Zuschauer, es ist ein Lied, das speziell für den heutigen Abend eingestudiert worden ist. Man sieht also mal, wenigstens musikalisch, eine schöne Harmonie von einer ganzen Verwandtschaft. Das Schöpferchörli singt uns ein Frühlingslied vom Arthur Schöpfer. Schau in die Bäume mit Knospen trieben, es ist ein Wunder, wie's das macht. Jeder Hag und jeder Fliegen steht schon bald in voller Pracht. Es ist wie der Frühlingszeit, der Mai. Oh,
knirscht. Bald ist Sommer, Herbst wird Winter und zum Nachholen spart. Denn ich nimm Frühlingszeit und Mai ist gesehen. Ja. Sind Sie gewesen, als Sie angefangen haben zu jodeln? Ja, angefangen zu jodeln haben wir eigentlich die ganze Familie und ich speziell mit 10 Jahren haben wir ungefähr angefangen. Wir haben hier ein Bild aus selber Zeit. Das ist ein familieneigenes Trio, glaube ich. Wer ja. sieht man auf dem Helge? Das ist der Bruder, der neben mir zuhockt, und die Schwester, die jetzt auch dabei war im Familienchor. Und das ist mich. Sie dürfen nicht nur jodeln, also nicht nur interpretieren, sondern auch komponieren. Wann haben Sie angefangen, eigene Lieder zu machen? Etwa vor 4-5 Jahren habe ich eigentlich die ersten Lieder rausgegeben. Dazu gebrungen hat mich an sich unser Begleiter, der Rudi Ränkli, der mir die Lieder, der gesagt hat, du, die Lieder solltest du rausgeben. Ich tue, das ist schreiben, ich kann sie selber nicht. Und er hat dann auch ihre Duettlieder, glaube ich, bearbeitet. Ja. Sie haben aber auch Chorlieder rausgegeben. Ja, das ist der zweite Rudi Ränkli. Er ist von Entlebuch und der andere Rudi Ränkli von Finsterwald. Er ist Komponist ebenfalls und ist ja du Liederkampfrichter vom ZSI. Darf ich Sie fragen, Herr Ränkli, wenn man so eine Melodie überkommt von so einem Komponist und dann muss einen Satz davon schreiben, ist das eigentlich eine schwierige Sache? Solange, dass man den Satz überkommt, zum Beispiel wie bei den Liedern von Arthur Schöpfer, ist das kein Problem, die Kompositionen sind fertig. Ich komme aber seitdem, dass man weiss, dass ich diesen Chorsatz mache, auch Text über und die muss man meistens deformen und korrigieren, bis man das kann. Aber beim Arthur ist das nicht nötig. Ich glaube, Sie sind ziemlich produktiv als Komponist, weil es ist zum Beispiel Ihre neueste Komposition, Herr Schöpfer. Das ist das Lied, das heisst «Der kleine Rat». Und das wird jetzt wirklich heute das erste Mal gesungen. Das ist ganz frisch. Ich sehe, dass der Herr Ränkli schon bereits die Handeln aufnimmt. Ich will nicht im Weg stehen. Bringt uns doch mal das Lied. Das ist also nickel-nagelneu, gell? Ganz neu, ja. Das ist gut, ein guter Rat. Jut doch eins statt immer fluchen und lass jetzt dem Lied mit zu. Du wirst dich daran erfreuen und bald tanzen sofort. Yola la 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 la
Blut geht Volk mit Geld und Rohstieg, lachen über Land und Lüüt. Morgen Zeit wird und es lütet, nützt der größte Reichtum. Liedli, Arthur Schöpfer, das wird sicher auch in Ihrem eigenen Verlag rauskommen. Sie sind ja auch Verleger. Man wird es sicher in Zukunft im Radio hören, auch Jodelfest hören. Man wird es aber sicher auch auf Platten zu hören bekommen. Sie, Joe Käsli, Sie sind Plattenproduzent. Sie haben schon oft mit dem Arthur Schöpfer zusammengeschafft. Wie beurteilen Sie so seine Jodlerei? Ja, also da darf ich mit ruhigem Gewissen sagen, der Arthur Schöpfer ist natürlich ein begnadeter Komponist. Er ist ein Naturtalent. Und für viele ganz sicher ein grosses Vorbild. Weil was er bringt mit dem Hans zusammen, ist einfach schön, naturverbunden und anmutend und trotzdem frech, schön von der Leber weg. Das gefällt mir vor allem bei diesen zwei. Also einfach bleiben trotzdem Erfolg. Und wenn man vom Erfolg redet, dann können wir Ihnen gerade zum jüngsten Erfolg gratulieren als Bürger und Politiker. Gerade vor ein paar Tagen ist im Gemeindehaus in Wiel, wo Sie wohnen, eine Frau übrigens erst mal in der Geschichte von dem Dorf zur Gemeinderätin erkoren worden. Wir sehen da gerade, wie der Gemeindepräsident einen Blumenstock oder einen Blumenstrauß überreicht. Und nachher ist dann der Vorsitzende wieder abgesessen und hat gesagt: Geschätzte Turi, ab 1. Juli übernimmst du Pflichten als Gemeindepräsident. Du begibst dich damit in einen leichten Dschungel von Amtsstellen, Paragraphen und Verordnungen. Und ich darf dir bis zum 1. Juli als Freizeitlektüre das Büchlein Wegweiser durch die eidgenössischen und luzernischen Behörden überreichen. Und als guter Redner, glaube ich, wirst du auch immer das richtige Wort finden, wenn du zur Bevölkerung etwas musst sagen, auch wenn du einmal einem und anderen musst klaren Wein einschenken. Für das ein Tröpfchen, nicht vom schlechtesten Turin. Gratulation. Ich glaube, wir können uns dieser Gratulation anschliessen und nur hoffen, dass der Turi Schöpfer trotzdem der Jodlerei treu bleibt. Der Jodlerei, den er als Duettsänger betreibt, wo er aber auch in einem Jodlerclub mitmacht. Seit 11 Jahren ist er Jodler beim Jodlerclub Maiglöckli aus Zug. Er ist auch seit 7 Jahren der Präsident von dem Jodlerclub, der sich jetzt da hinten aufgestellt hat. Und für den Abschluss von unserer Sendung sorgt mit dem Hintergeiss Bodenjutz. Der Jodlerclub steht übrigens unter der Leitung von Viktor Kaufmann und das Lied hat der Arthur Schöpfer natürlich selber komponiert zum 50-jährigen Jubiläum vom Jodlerclub Maiglöckli aus Zug.